Ich grüße Sie so herzlich an diesem tollen Tag hier in unserer Küchenshow Ottners Lindenhof. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich habe so richtig viel mit Ihnen vor, jetzt so in den nächsten Stunden. Wir haben so schöne Angebote, ja. Vor allen Dingen auch immer noch im Rahmen des zweiten Advents haben wir die tollen Angebote. Mondscheintarife haben wir im Moment sogar noch. Also ich sage Ihnen, wir finden die richtige Reise für Sie, egal wer Sie sind und wo Sie hin möchten. Freue mich total. Zwischendurch gucken wir uns natürlich auch immer mal um, ja, so auch in unserem Land. Und da ist unser Björn auch immer wieder unterwegs und in diesem Moment ist er nämlich live vor Ort und zwar im Centro in Oberhausen. Ich glaube, da geht es so richtig weihnachtlich zur Sache. Wunderschöne Grüße zu euch nach München ins Studio. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, es weihnachtet sehr, so langsam und ich komme in Vorweihnachtsstimmung und hinter uns ganz, ganz, ganz viele Geschenke und neben mir der Markus Römer vom Zentrum Oberhausen, wo wir das ganze Jahr sind und ich habe mich unbedingt auf diese Vorweihnachtszeit jetzt schon gefreut, weil Markus, du hast ganz, ganz viele Geschenke für mich eingepackt, oder? Ja, die sind leider nicht alle für dich, die sind auch leider nicht für mich, aber die sind für was viel, viel Schöneres. Und zwar stehen wir hier am Zentrum Wunschbaum und der ist jetzt wirklich seit Jahren eine absolute Institution, nicht nur hier im Zentrum, sondern im kompletten Ruhrgebiet. Und wir sorgen hier dafür, dass bedürftige Kinder, ganz, ganz kleine, aber auch ein bisschen größere, die vielleicht schon vollwaisen sind und in betreuten Wohneinheiten und dergleichen untergebracht sind, die haben vor Weihnachten die Gelegenheit, uns ihre Wünsche mitzuteilen. Und es sind bis zu 2000, die wir hier wirklich erfüllen über 4 Wochen hinweg. Und wir stehen jetzt hier am Wunschbaum, wo jeder Gast eingeladen ist, sich so eine Postkarte rauszusuchen. Mit der Postkarte ist jeder Gast dann eingeladen, etwas Gutes zu tun, das Geschenk für das Kind zu holen. Wir deckeln das so auf 25 Euro und wir sorgen dann dafür, dass das Geschenk schön eingepackt wird. Und am 22. Dezember fahren wir hier mit LKWs vom Hof, vollgeladen mit 2000 Geschenken und liefern die hier in der kompletten Region aus, dass wirklich jedes bedürftige Kind auch ein wunderschönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum liegen hat. Das finde ich eine ganz tolle Aktion von euch, vor allem im Shopping Center, sozusagen, wo man an sich erstmal denkt, dass man auch mal die Möglichkeit kriegt, vielleicht Leuten, denen es gut geht, dass es anderen Leuten nicht so gut geht. Und eine ganz tolle Aktion von euch. Wie kann ich mitmachen? Ich komme vorbei und fülle so eine Karte aus. Du kommst einfach vorbei, kommst hier an den Wunschbaum. Da gibt es immer ein paar nette Damen, die dann behilflich sind. Du suchst dir selber aus, welchem Kind du einen Wunsch erfüllen möchtest. Und natürlich schaffen wir es nicht, über unsere Gäste alle Kinder mit Wünschen zu erfüllen. Das heißt, da springen wir natürlich am Ende ein und 3, 4 Tage vorher schauen wir, welche Wünsche sind nicht erfüllt, gehen selber durch die Shops, holen die restlichen Geschenke, sodass wir dann wirklich am 22. Dezember für jedes Kind ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum haben. Ist jeder herzlich zu eingeladen. Apropos Wünsche, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, also hier bei euch ist, ist kein Wunsch offen. Also ihr erfüllt alle Wünsche, also von Freizeit bis Shopping. Also es ist ein Europas größtes Freizeit- und Shoppingcenter. Es ist Europas größtes Freizeit- und Shoppingcenter. Wir haben jetzt aktuell von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends auf. Und wir haben natürlich jetzt am Sonntag noch den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Das heißt, wenn man mit der Wochenendplanung noch nicht ganz durch ist, einfach mal den Sonntag markieren, letzte Chance nutzen, an einem Sonntag hier nochmal vorbeizukommen und auch für die eigenen Liebsten zu sorgen, dass die fürs Weihnachtsfest versorgt sind. Natürlich kommt alles vom Christkind, aber manchmal braucht das Christkind ja auch ein bisschen Hilfe. Ich bin in Sachen, ich weiß jedes Jahr, wann Weihnachten ist und ich bin immer der Letzte, der losrennt, auch meistens am letzten Tag und kaufe dann immer noch einen Gutschein ein. Das gibt's auch. Also wenn ich nicht weiß, was ich finde, kann ich mir einen Gutschein hier holen. Natürlich, wir haben einen wunderschönen Zentro-Gutschein, zwei verschiedene Motive. An unserem Service-Desk kann sich jeder natürlich herzlich gerne aussuchen, was ist das Lieblingsmotiv und ist in all unseren Geschäften nutzbar. Ist natürlich gerade zur Weihnachtszeit ein gern gesehenes Geschenk und da ist natürlich auch jeder eingeladen, sich dann mal bei uns am Service-Desk im Mitteldom kundig zu machen. Geschäfte, wie viel habt ihr? 250 habe ich gelesen.
Ja, also 250, manchmal sind es auch nur 249, aber wir sind ganz stolz. Wir haben jetzt gerade jüngst einen neuen Store dazu bekommen, Baller. Konzept aus den Niederlanden, die machen Kleidung für Sportler, nicht so Funktionskleidung, sondern so richtig schöne, trendige Kleidung. Ganz neues Konzept, gab es bis jetzt nur im Internet und jetzt deutschlandweit der erste Store hier bei uns im Zentrum Oberhausen. Toll, also es gibt eine Vielfalt, also hier gibt es nichts, was es nicht gibt, muss ich sagen. Und wenn ich dann fertig bin nach so einem Tag, habe ich Hunger und da erfüllt ihr auch alle Wünsche, wenn wir bei Wünsche sind. Absolut. Wir haben eine wunderschöne Promenade, auf der sich unsere Restaurants wie an einer Perlenschnur aufreihen. Wir haben einen wunderschönen Weihnachtsmarkt, der jetzt gerade draußen stattfindet, auf demselben Gelände. Also hier ist wirklich für jeden was dabei. Weihnachtsmarkt, Restaurant, Hotel, alles super. Alles super, liebe Sonnenklar TV-Zuschauer. Es ist ein absoluter Tipp von mir, Sonnenklar TV live vor Ort. Das ganze Jahr, seit Februar bin ich hier und ich muss sagen, ich habe auch noch einiges nicht entdeckt. Und auch das können Sie erleben. Kommen Sie vorbei, kommen Sie nach Oberhausen. Ein ganz toller Weihnachtsmarkt wartet noch draußen und den schauen wir uns die nächsten Tage auch nochmal an. Zurück zu euch nach München. Ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank. Tolle Aktion, fantastisches Shopping- und Freizeitzentrum. Sie haben es gesehen, ja. Und ich meine, ist das nicht schön, ja, dass Sie wirklich für die Kinder hier auch immer wieder was parat halten? Ganz, ganz klasse. Bei uns geht es weiter mit Urlaub, ganz klar. Und mit einer ganz besonderen Reise, ja, die wir immer noch im Rahmen des zweiten Advents ganz besonders anbieten dürfen.